Sehr geehrte Damen und Herren, es wurde bereits angesprochen, das kulturelle, religiöse und humanistische Erbe Europas im ersten Vordergrund, Lichtenberg hat kurz zitiert. Genau dieses Zitat ist der Ausgangspunkt des zweiten Vortrages, die künftige rechtliche Relevanz des kulturellen, lauter, ja, es wird immer lauter, die künftige rechtliche Relevanz des kulturellen, religiösen und humanistischen Erbes Europa, ein sperriger Titel, etwas zu laut. Hat er schon im Griff, die Technik, man muss das nur entsprechend regeln. Ein vielleicht etwas sperriger Titel, ich erkläre kurz, wie kam es zu diesem Vortrag. Sie erinnern sich die Diskussion über eine europäische Verfassung, Sie erinnern sich auch an die Diskussion, dass von verschiedenen Leuten, unter anderem von Otto von Habsburg, in dieser Diskussion immer wieder eingebracht wurde, die Idee sozusagen eines Gottesbezuges in der Verfassung. Das ist nicht gelungen, aber es ist dieser Passus da drinnen und es stellt sich die ganz entscheidende Frage, was aus diesem Passus, der sozusagen zur Grundlage der Europäischen Union gehört, was der bedeutet für die künftige Verfassung Europas. Dazu haben wir einen, in dem Fall auch alten Freund, darf ich sagen, den ich auch noch kenne, aus der Zeit der Jetzt-Studenteninitiative als Redner gewinnen können, Dozent Dr. Alexander Balthasar, ausgebildeter Jurist, tätig im Bundeskanzleramt, der hat in seiner Karriere auch gearbeitet, zugeteilt in der europäischen Grundrechte. Sie wissen schon, dieses Büro da am Schwarzenbergplatz, das wahrscheinlich nicht genau die Politik verfolgt, die wir uns unter Grundrechten vorstellen. Aber ich glaube, ein sicher spannendes Thema. Alexander, ich darf bitten.